Und wir ziehen los. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Short Course A-Finale, die dritte Auflage. Und da haben sie sich gern da hinten. Das ist der, wer ist denn das? Der Schloss auf der Verberg. In Führung liegen Mirko Jone vor Eberhard Beck, aber wieder unter Druck. Hier von Marco Heiser, der hinten durchsteht. Platz lässt zu ihm, aber ganz vorbei. Super Manöver hier gefahren von ihm. Auf seiner Hausstrecke. Marco mit seinem HPI Blitz. Und leicht Absetzposition hier. Mirko Jone. Mit dem Fahrzeug mit der Nummer 1, gefolgt von Marco Heiner. Sechs Minuten zu fahren. So. Mirko vor Marco, vor Ivi, David, Mirko Lavenda, Jörn, Herr Bernd und Andreas Rocky. Weitere Führung, Mirko hier. Setzt sich ab, aber Marco lässt sich nicht ganz abschütteln. Mirko, Marco, Ivi, das ist der grüne Amtsmann mit der 1 auf, mit der großen 5 auf dem Papier. Dahinter Marco Eimer mit der 3 im Fenster. David Orster mit der 2 Eberhard. Ganz dicht verfolgt von David. Mirko Lavenda, jetzt haben wir den Lackmarkt-Pedal aufgenommen, jetzt geht auch mal für ihn. Folge vom Schlosser. Oh, Vorsicht hinter dem Doppelsprung, Vorsicht hinter dem Doppelsprung. Und der Schlosser zurück auf Lavenda. So kennen Sie das hier, Freitags. Noch ein bisschen anlegen, noch ein bisschen gegenfahren, noch ein bisschen umfahren. Das Schöne ist bei dem Ding, geht absolut nichts kaputt. Oder ganz selten mal. Vier Minuten zu fahren. Es führt Mirko Jone. Eine Bestzeit von 24,13. Gefolgt von Marco Angler. Der ist wieder schneller als der Jone mit 24,01. Eberhard 24,7. David 25,0. Andreas 25,4. Mirko Lavenda 26,25. Herr Bernd 25,6. Und wir haben mit der 26 Liefer, also so weit sind die gar nicht auseinander hier, wenn man mal die ersten drei abzieht. Die fahren jetzt ein bisschen in ihrer Liga. Eberhard hat ein Problem hier. Vorsicht! Guter Heil auf den 19-fachen deutschen Meister, Spiegelbeck. Max und Reza. Maximilian Krohn und Reza Carapa fahren 2WD Champions Race. Gabor wird dazu. Ja.
Marco Eimer für Bayern, Mirko Jone. Marco Eimer für Bayern, Mirko Jone. Na, ich weiß nicht, ob der Jone das auf sich sitzen lässt hier. Bleibt am Rande. Oh, Marco mit dem Fehler. Oh, schade eigentlich. Heute hat er auch einen Lauf hier, der Marco Eimer. Heute passt das alles zusammen. Es liegt, glaube ich, an der grünen Karotte. Lass das Blau weg in Zukunft. Und Marco zieht. David ist raus. Technische Probleme. Eine Minute zu fahren. Noch eine Minute zu fahren. Vorsicht hinterm Doppelsprung. Und Vorsicht hinterm Doppelsprung. Der verzieht da keine Miene, der Junge auf der Tür am Fahrrad. Steht da, guckt, wie so ein Frosch. Und fährt dann gleich vorbei. Und dreh doch nicht, der mit dem zweiten Jungen. Andreas Monfi auf der dritten Position. Ja. Und Joni jetzt durch das ganze Scharmützel. Rundenzeit, Bestzeit, Mirko Jone 23,305. Da hat er sich natürlich gehen lassen, das wollen wir nicht. Im letzten Lauf war Marco schneller, jetzt hat er nochmal angegast hier, damit er auf jeden Fall mal die schnellste Runde hat, den Sieg reinfährt. Das spielt auch ein bisschen das Ego in der Rolle mit. Oh, jetzt wird er hier einen auf sicher. Und 2, 1, 0. Die hast noch. Die musst du. Musst noch Gas geben. Andreas ist fertig. Der Bernd, Mirko, Lavender, Jörg ist fertig. Marco Eimer auf Platz 2. Und jetzt sehen wir gleich nochmal einen Monstersprung auf der Geraden von Mirko, der sein Auto nicht riskieren wird. Ich bin ziemlich sicher. Genau. Mirko Joni gewinnt Short Course vor Marco Eimer, Andreas Montebi, Herr Bernd Labender, Jörn, David und Eberhard ausgeschieden mit gebrochenen Radrädern.